So, tatsächlich hier noch ein zweiter Bunker. Schon von der Natur ganz schön in die Mangel genommen. Aber hier immerhin noch mit Decke im Vergleich zu dem gerade zuvor kurzen gefilmten Bunker. Ist dieser hier noch erkennbar fast mit Decke. Ja, spaßig. Wie erwähnt bereits, befindet sich das hier bei mir doch heimatnah und wir kennen eigentlich diese Gegend und trotzdem ist uns dieses Teil noch nie aufgefallen. Immer wieder interessant. Ist halt auch jetzt gerade noch gut in der Jahreszeit, da man noch den Blick hat. Gerade umso besser, jetzt bevor die Natur so richtig ausschlägt, kann man das hier nochmal so erkennen. Oh, schön, man sieht diese Stahldecke, Durchgänge. Und in 3-4 Wochen wird man hier nichts mehr sehen. Wenn man vorbeifährt, wird man nicht registrieren, dass hier was anderes ist als Wald und Steine und Felsen. Ja. Und so schaut es also aus. Man könnte hier fast einfach so reinstolzieren. Ja, viel Stahl, viel Stalagmiten und viel Beton. In wunderbaren Farben, von der Natur gezeichnet. Bin begeistert. Man sieht es auch schon in der Umgebung. Das sind wunderbare alte Bäume. Hauptsächlich riesendicke, fette Buchen. Wunderbar. Sehr schöne Blicke. Hier. So, ich glaube, jetzt bin ich einmal rum. Wobei man natürlich auch in der Umgebung immer mal wieder so ein paar Dinge findet, die zum Bunker gehören. Und hier noch ein kleiner Eindruck von den dicken alten Buchen. Weiter vorne an dem anderen waren noch richtig dicke Buchen. So, okay, das war's für heute. Ciao!